Wie viele von uns sind schon an einem verrammelten Haus vorbeigegangen, ohne sich zu fragen, was im Inneren passieren mag? War der Besitzer eines solchen Ortes wirklich für die Wintermonate verreist? Oder schaute er vielleicht durch einen Spalt der zugezogenen Jalousien? Staubige Hallen, in denen einst Violinen und lachende Stimmen hallten. Doch welche Art von Lachen ist nun dort zu hören? Danny Nash, sonderbarer Erpresser und Trickbetrüger, versteckte sich mit seiner Frau Helen an solch einem Mord, um einer Mordermittlung zu entgehen. Diese Geschichte erzählt, was ihnen in der Mordvilla passierte. Ein paar Blocks entfernt vom alten Silvestre-Herrenhaus. Danny Nash und seine Frau schlossen ein langjähriges, ergiebiges Konto. Ihr verdorbenen Erpresser! Seit Jahren habe ich bezahlt, um meinen guten Familiennamen zu retten. Und nun ist mein Geld verloren. Es reicht mir. Was ihr damit macht, ist mir egal. Ist in Ordnung, Carson. Dann bringst du uns keinen Nutzen mehr. Halt! Hör auf damit, Nash! Du kannst mich doch nicht kaltblütig umbringen! Oh, kann ich nicht. Richtig so, Danny. Gib's ihm. Ich hab sein Geweine satt. Nach ihrer hastigen Aktion suchten die beiden ein Versteck. Wohin nun denn? Hast du vom Silvestre-Haus gehört? Niemand wird je auf die Idee kommen, dort nach uns zu suchen. Das ist eine todsichere Sache. Gibt es keinen Wachmann an diesem Ort? Ich habe mich bereits um ihn gekümmert. Komm, spring rein. Wir haben nicht die ganze Nachtzeit. Oh, es ist gruselig hier drin. Wo ist der Mann, der hier lebt? Der alte Silvestre ist momentan in Florida. Das heißt, bis Mai müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Ja, nun sag schon, was hältst du davon? Wir befinden uns hier in der oberen Bibliothek. Dort vorne ist unser Schlafzimmer. Und diese Tür führt dich direkt ins Wohnzimmer. Ist doch nicht schlecht, oder? Das wird reichen. Aber momentan sieht es so aus, als sei ein Tornado hier durchgefegt. Aber Dennis Aufmerksamkeit wurde auf ein offenes Buch gelenkt, das auf dem Boden lag. Das ist ein altes handschriftliches Buch. 500 oder sogar 600 Jahre alt. In Ordnung, schlauer Junge. Du warst ein geachteter Mann auf dem College. Wie wäre es, ein paar Fressalien zu besorgen? Ich bin am Verhungern. Fressalien, ja, ja. Pass auf. Ich weiß rein zufällig, dass der Verkaufspreis von einem Buch wie diesem uns für Jahre ernähren könnte. Hör dir das an, Helen. Vocare demonum, tenesat, necesse est. Wie Danny feststellen musste, hatte er einen Dämon aus der Halbwelt gerufen. Ich bin Tenesat, Sklave desjenigen, der meinen Namen rief. Wie kann ich dir dienen, guter Freund? Frage und ich bringe dir, was dein Herz begehrt. Danny, schmeiß das Ding hier raus. Oh, vielleicht funktioniert es ja wirklich. Nun gut, mein Freund. Bring uns etwas zu essen. Das Beste. Unglaublich. Helen, sieh dir das an. Ich sagte das Beste. Und er hat das Beste gebracht. Mein Herr, jahrelang habe ich Mr. Silvestre gedient. Ich brachte ihm Gesundheit, Ruhm und sogar dieses Haus. Befehle mir und all diese Dinge sollen dein sein. Denn diese Kreatur macht mich so nervös, dass ich nicht essen kann. Sag ihm, dass er gehen soll. Ah, in Ordnung. Wie du willst. Tenesat. Wir bringen unser Essen hier unten zu Ende. Sieh zu, dass du das Schlafzimmer für den König und seine Königin fertig machst.
Haben wir uns verstanden? Sofort, Meister. Wie gewünscht verwandelte der Dämon das Schlafzimmer in einen Traum aus Tausend und einer Nacht. Jetzt haben wir keine Beschwerden mehr, ha? Huh? Morgen werden wir eine komplett neue Garderobe haben. Sportkleidung, Geschäftskleidung. Ich muss träumen. Am nächsten Morgen. Wie sehe ich in einem weißen Schlips aus, hm? Von solchen Klamotten habe ich immer geträumt und nun habe ich sie in meinen Händen. Ich werde sie nie wieder hergeben. Schau, Tennis-Shirt. Ja, er ist gewachsen. Er wird noch die Größe des Hauses erreichen. Während Helen und Danny Tennisats einschüchternde Gestalt betrachteten, wurde ihre Starre plötzlich durch einen vorbeihuschenden Schatten gelöst. Tennisat, ich verstehe das nicht. Da ist etwas in deiner Nähe über den Flur gehuscht. Was geht hier vor? Ich habe nichts gesehen, Meister. Gar nichts. Ihh, etwas hat mich berührt. Oh, schau. Um Himmels Willen, was ist das? Oh, du meinst das, Meister. Das sind meine Tierchen. Danny Nash und seine Frau brauchten in dieser Nacht einige Zeit, bis sie einschlafen konnten. Aber am nächsten Morgen... Was ist los, Helen? Schau, in meinem Bett. Na gut, sag, was soll denn bitte in deinem... Gott. Irritiert und teilweise verängstigt verließen Helen und Danny das Schlafzimmer, um sich bei einem kräftigenden Frühstück von den Schrecken zu erholen. Doch auch während des Frühstücks blieben sie von Tennisats sogenannten Tierchen nicht verschont. Oh. Helen war so erschrocken und verängstigt, dass sie beim erneuten Anblick in Ohnmacht fiel. Ach, um Himmels Willen, noch so einer! Als Helen wieder zu sich kam, wurde schnell ihre gemeinsame Entscheidung gefällt. Hey, komm schon, wach auf! Wir gehen sofort hier weg. Warte, bis ich meine neuen Klamotten bekommen habe. Ich möchte nicht ohne sie gehen. Sie sind wie Ratten. Oh, sie bewachen alle Türen und Fenster, so werden wir niemals rauskommen. Jetzt schau sie dir an. Sie sind bereit für einen Kampf. Los, los, zurück nach oben und zwar schnell. Danny und Helen versuchten mit Tennisat eine Übereinkunft zu finden. Und daher befehle ich dir, Tennisat, deine Tierchen zurückzurufen und uns in die Freiheit zu entlassen. Du befiehlst mir? Einem großen Kerl wie mir? Komm schon, ich mag dich. Du musst hier bleiben. Mit mir. Und meinen Tierchen. Aber bei diesen Worten gaben Helens überreizte Nerven gänzlich nach. Ich habe genug. Hörst du? Ich werde nicht hierbleiben und du kannst mich hier nicht festhalten. Sie griff nach ein paar vergoldeten Tellern, die auf einer Kommode abgestellt waren, und warf damit ein Fenster des Raumes ein. Helen rannte auf das zerbrochene Fenster zu. Kurz bevor sie es erreichte, nahm sie in ihrem Augenwinkel einen Lichtblitz wahr. Teile des teuren Service landeten auf der Straße vor dem Haus. Im Nu bildete sich eine Menschentraube und auch die Polizei wurde schnell auf die Szenerie aufmerksam. Oh, schaut euch das an! Solides Gold! Hey, was ist denn da im Silvestre-Anwesen los? Die Schwierigkeiten scheint es oben zu geben, Sergeant. Aber was ist mit diesem Mob zu tun? Goldenes Geschäft fällt nicht jeden Tag vom Himmel. Hilfe! Hilfe! Es ist deine Frau, Sergeant. Bringen Sie mich hier raus. Mein Mann ist oben. Wir haben Howard Carson umgebracht. Durchsucht das Haus, Männer. Eine gründliche Suche im gesamten Haus enthüllte nichts Ungewöhnliches. Auch gab es keine Spur von Danny oder dem Dämon. Auf dieser Etage ist alles in Ordnung, Sergeant. Hier unten ist alles in Ordnung. Aber ich sage Ihnen, Officer, mein Mann ist in diesem Haus. Lasst uns zum Hauptquartier zurückkehren, Männer. Ich denke,
Diese junge Dame hat uns noch einiges zu erzählen. Nachdem die Polizei den Ort des Geschehens verlassen hatte, kehrten Tenesat und Danny aus der Halbwelt in die Bibliothek zurück. Was zum... Was für ein grässlicher Ort! Was für Dämonen! Warum, Danny? Wie kannst du so über meine Heimat reden? Zumindest ist Helen in den sicheren Händen der Polizei. Hör zu, es muss doch auch für mich einen Ausweg geben, oder? Wie wäre es mit einem Kartenspiel? Wenn ich gewinne, bin ich frei. Und wenn ich verliere, bleibe ich für immer dein Sklave. Das klingt interessant, Danny. Hey, na klar. Ja, klar. Ich wusste doch, dass wir eine Übereinkunft finden können. Oder? Ja, klar, oder? Ah, 9 Peak. Nicht hoch genug. Ich bin besorgt, ob ich das noch schaffen kann. Da, ein Ass. Ich bin höher. Ich bin frei. Komm schon, Mr. Nash. Du spielst nicht ehrlich mit mir. Ich denke, du trägst noch andere Karten bei dir. Vielleicht in deinen Kleidern. Lächerlich. Warum durchsuchst du mich dann nicht? Hey, komm, du weißt, ich könnte niemals so viele Karten bei mir tragen. Du hast diese Karten durch Magie erzeugt. Natürlich, Mr. Nash. Komm schon, Danny. Ich möchte, dass du Mr. Silvestre kennenlernst, den Besitzer des Hauses. Danny wurde als ein Gefangener des Dämons weggeführt, den er selbst gerufen hatte. Das ist ein Unterkeller, den nur sehr wenige Menschen kennen, Danny. Übrigens, völlig schuldig. Sag Hallo zu Danny, Mr. S. Mach dem ein Ende, Tenesat, und lass mich sterben. Ich flehe dich an. Was? Was sind das denn für dunkle Schatten, die sich auf dem Körper von Mr. Silvestre bewegen? Ich kann sie nicht gut erkennen. Natürlich. Diese Armen sind hungrig. Wir stören sie. Diese düsteren Formen. Sind das deine Tierchen? Und dann begann Danny zu schreien und zu schreien. Vielleicht vergaß er, dass der Keller schalldicht war. So, wie Tenesat es gesagt hatte.